Ich begrüße dich sehr herzlich, Judith. Judith Ackermann konnte leider nicht in Person anreisen und wir diesen Vortrag deswegen über Zoom halten. Das ist für diejenigen, die sowieso in Zoom sind, vielleicht was besser. Ich möchte Judith Ackermann kurz vorstellen. Sie ist Professorin für digitale Medien und Performance in der sozialen Arbeit an der FH Potsdam. Und was ich vorhin über Performance gesagt habe, eigentlich kann man das alles wieder vergessen, denn der eigentliche Grund, warum wir Performance in den Titel aufgenommen haben, war, dass wir es Judith unmöglich machen wollten, unsere Keynote-Einladung abzulehnen, ja, weil wir sie unbedingt dabei haben wollten. Denn Judith Ackermann ist ja, wie soll man sagen, ja, also wir stehen alle auf den Schultern von Judith. Ohne Judiths Ersterschließung des Feldes TikTok als Creatorin und auch als Forscherin könnten wir alle nicht so agieren, wie wir das tun. Judith hat Medienwissenschaft, Computerlinguistik, Psychologie und Schauspiel in Köln und Bonn studiert, wurde 2011 promoviert mit einer Arbeit zu Gaming in LAN-Partys, ja, großartiges Thema. Sie hat eben einen besonderen Hang zu Performance in ihrer Forschung, aber auch sie ist tatsächlich auch als Schauspielerin immer wieder aktiv und macht viele Theaterprojekte. Und ja, ich sagte schon, sie ist wirklich eine Groundbreakerin. Denken wir an ihren Sammelband, den sie 2016 zum Thema Let's Plays herausgegeben hat. Hat auch dieses großartige Feld erstmals für die Forschung erschlossen. Seit 2020 ist sie TikTok-Creatorin mit Wissenschaftskommunikation und ich sagte es eben, schon 2020 hat sie erste Forschungsarbeiten zu TikTok vorgelegt. Und es sind wirklich die ersten, die es im deutschsprachigen Raum überhaupt gab zu dieser Plattform. Sie lotet immer wieder die Schnittstellen von TikTok und Theater aus, hat auch sehr viel darauf aufmerksam gemacht, dass TikTok was sehr Theatrales hat und als TikTok noch so ein bisschen vor allem argwöhnisch beäugt wurde von der Presse und von der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, da hat sie immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie viel Potenzial da drin steckt, gerade auch für junge Menschen. Und ich möchte noch einen letzten Punkt hervorheben. Judith Ackermann leitet gerade im Moment ein großartiges BMBF-Projekt, Wissenschaftlerinnen in die Medien, wo es darum geht, Wissenschaftlerinnen in den Medien sichtbarer zu machen und die Forschung von Wissenschaftlerinnen in den Medien sichtbar zu machen. Ihr kämpft an allen Fronten, seid auf allen Social Media Plattformen aktiv und das ist wirklich maßstäbe setzend für meine Begriffe. Also wenn man wissen will, wie ein Projekt präsent sein möchte, wie ein Projekt Marketing machen sollte für die Sache und für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann schaut euch dieses Projekt BIM geleitet von Judith Ackermann an. Ihr macht einen großartigen Job. Und jetzt freuen wir uns sehr auf deine Keynote mit dem Titel BildungsinfluencerInnen auf TikTok zwischen Selbstvermarktung und Wissensvermittlung. Du hast das Wort, Judith. Danke, Simon, für diese wirklich so wahnsinnig wertschätzende Einführung, die mich ja, auch wenn ich hier so überbelichtet bin, sieht man das nicht, tatsächlich auch ein bisschen rot macht. Ich denke, jetzt kannst du eigentlich in dem Vortrag nur noch verlieren. Aber alles wird gut. Ich hoffe, ihr hört mich. Ihr guckt so kritisch nach unten, aber alles ist soweit entspannt. Sehr, sehr gut. Ja, als wir den Vortrag vereinbart haben und ihr das tatsächlich geschafft habt, dass ich euch nicht absagen konnte, obwohl so viele Dinge dagegen sprachen, schon damals, das ist ja schon eine ganze Weile her. Da waren wir noch viel früher als jetzt. Jetzt sind wir ja viel weiter und viel präsenter, glaube ich, alle, die auch heute sprechen werden im Feld. Insofern kann der Vortrag vielleicht so ein bisschen eine gute Einführung in die 2 Tage sein, die wir jetzt gemeinsam erleben werden. Genau. Ihr dreht noch so ein bisschen an der Kamera und ich teile derweil mal die Folien. Und genau. Der Titel wurde ja schon genannt und ja, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. TikTok und Bildung. Simon hat das so schön gesagt, dass ich da irgendwie eine Vorreiterin bin, das auch wissenschaftlich zu betrachten oder Vorreiterin war. Und 2020, als viele von uns ja irgendwie so ein bisschen auf der Plattform gestartet sind, hatte auch TikTok den Gedanken, dass es doch wichtig ist, sich einfach nochmal zu emanzipieren von diesem Gedanken oder dieser öffentlichen Wahrnehmung dessen, dass es sich hauptsächlich um ein Video
basiertes Netzwerk handelt, was hauptsächlich sich mit Tanz auseinandersetzt und mit Lip-Syncing. Insofern hatte TikTok dann die Idee, wir starten jetzt eine große Bildungsoffensive und haben ihr erstes Programm Lernen mit TikTok gelauncht, wo sie auch für jetzt Plattformverhältnisse relativ viel investiert haben mit 4,5 Millionen Euro. Und es konnten sich 2020 eben im Sommer Menschen melden, beziehungsweise die konnten Videos produzieren, einreichen und eben sagen, das sind Videos, von denen wir denken, dass die für Bildung interessant sind oder dass die Dinge gut vermitteln. Und dann wurden sie von den Personen bei TikTok ausgewählt und konnten in ein spezifisches Programm aufgenommen werden. Und waren dann über dieses Programm im Prinzip kontinuierlich dafür da oder damit beauftragt, immer wieder Bildungsinhalte zu kreieren und diese auf die Plattform zu spielen, um eben ein entsprechendes Gewicht oder eine Umverlagerung der Gewichtung zu erzeugen, dass mehr Bildungsinhalte sichtbar werden und auch schneller sichtbar werden. Denn wir wissen ja, es konzentriert sich alles um diese oder auf diese For You-Page auf der Plattform. Und in dem Moment, wo natürlich ein Programm kreiert wird, wo dezidiert es um Bildungsinhalte geht, spülen natürlich diese Videos auch viel stärker auf die For You-Page, als wenn es dieses Programm nicht gibt. Da weiß ja die Plattform auch schon, welche CreatorInnen sollte sie da im Blick haben und was sind die Hashtags, die dann weiter nach vorne gesetzt werden müssten. Genau, wir sind jetzt knapp 3 Jahre später. Und wenn man jetzt auf dieses Hashtag klickt, dann hat man immer noch eine große Vielfalt an Videos. Und man sieht ja auch, dass das ziemlich erfolgreich war mit immerhin 15,8 Billion Aufrufen von Videos zu Bildungsinhalten. Und wahrscheinlich alle, die jetzt da sind und alle, die im Stream sind, haben Menschen von denen, die hier auf diesen Screenshots zu finden sind, schon mal gesehen. Wenn ihr diese Videos oder wenn sie diese Videos verfolgt haben, als sie platziert wurden, dann wird ihnen und euch auffallen, dass die schon ein bisschen älter sind. Und zwar sind alle Videos, die jetzt aktuell oben zu sehen sind, wenn man nach dem Hashtag schaut, alle 2021 entstanden. Es gibt da jetzt keine Videos, die weit oben sind, die jetzt zum Beispiel gestern gemacht worden wären. Und das hängt damit zusammen, dass das Programm 2021 von der Plattform erstmal beendet wurde, weil die Plattform dann für sich neue Bereiche entdeckt hat. Dann ging es zum Beispiel mit Creators for Diversity stärker darum, Kunst- und Kulturbetriebe auf die Plattform zu bringen und entsprechende Aktivitäten zu fördern. Und damit ist das Hashtag, also beziehungsweise die Kuratierung des Hashtags gestorben. Ich habe es jetzt mal so in Anführungsstriche gesetzt. Natürlich benutzen Menschen das immer noch sehr gerne, weil wenn man jetzt was eingibt, was schon mit Lernen beginnt, wird einem das natürlich vorgeschlagen. Und trotzdem ist es aber eben so, dass das nicht mehr jetzt kuratiert wird. Das heißt, die neuen Inhalte werden nicht mehr nach oben gesetzt. Das ist nicht mehr etwas, was dezidiert verfolgt wird von der Plattform. Genau. Was aber passiert ist in diesen Jahren, weil es so ein großer Erfolg war, ist, dass sich gezeigt hat, dass natürlich so ein generalisierendes Hashtag für das ist jetzt Bildung auf TikTok einfach gar nicht mehr reicht, weil die Inhalte so vielfältig sind. Und ihr habt das ja vorhin in der Einführung auch gezeigt, schon allein aus welchen Disziplinen wir alle kommen, die wir jetzt an diesen 2 Tagen dabei sind. Sprich, auch die Bildungsinhalte sind sowas von divers, dass das gar nicht mehr funktioniert, die unter einem Hashtag wie Lernen mit TikTok zu clustern. Stattdessen haben wir also eine ganze Reihe oder wirklich eine große Vielfalt von Formaten, die auch niemand von uns, denke ich, komplett überblicken kann und die alle ihre spezifischen Namen haben und für die häufig auch spezifische BildungsinfluencerInnen stehen. Also häufige Formeln sind zum Beispiel 1 Minute XY, sieht so ein bisschen aus wie 1 Minute sexy, aber es ist nur 1 Minute XY und XY TikTok oder Wortverschmelzungen mit TikTok, die quasi immer darauf hinweisen, dass schon ein bisschen der Inhalt mitgetragen werden soll, also um was geht es in dieser Minute oder welches Element von TikTok wird jetzt hier herausgestellt und zusätzlich als so eine Art Kategorisierung funktionieren, dass man die Inhalte dann immer wieder finden kann, wenn man sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen will. Ich habe mal jetzt Hashtags angeschaut, mir einfach gerade mal so aktuell von einem Account, einem Kinderarzt-Account. Und man erkennt so ein bisschen, je etablierter oder je länger die Accounts dabei sind, umso gefestigter sind sie in der Verwendung der Hashtags. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch eine ganz große Vielfalt, die auch in Richtung Reichweite orientiert ist. Das heißt, es ist noch so ein, also die Hashtags sprechen für so eine gewisse Findungsphase, wo alles irgendwie vorkommt, was thematisiert wird. Und wir haben auch noch Lernen mit TikTok, weil das ja so der, ja, der Start im Prinzip für alle ist, dass man sagt, hier ist ein Bildungsinhalt. Aber dann haben wir auch diese verschiedenen Formen. Zum Beispiel haben wir Baby TikTok
Und wir haben Kinderarzt kommentiert als ein Format. Wir haben auch Insta-Arzt, obwohl das jetzt ein TikTok-Format ist. Und zum Vergleich mal Doc Felix, der ja, ich glaube, 600 noch was, 1000 Menschen erreicht und wirklich nur noch sehr, sehr wenig Hashtags implementiert. Also immer einmal das Thema und dann das Format eigentlich. Arzt erklärt ist das Format, hat auch Arzt kommentiert und ist dann eben schon sehr, sehr reduziert in den verschiedenen Hashtags. Und das ist was, was wir auch oder was man verstärkt beobachten kann, je erfolgreicher die Accounts werden, weil dann brauchen die das gar nicht mehr. Ne? Also wir haben in diesem, im Moment des Aufstiegs haben wir noch verstärkt da die Suche danach, welche Hashtags könnten die sein, die Menschen auf mein Profil leiten. Und wenn aber der Account schon sehr, sehr etabliert ist, ist das gar nicht mehr nötig, sondern dann geht es eher darum, die Sortierung zu schaffen, wo kann ich diese Inhalte, die ich platziere, für andere gut auffindbar machen. Ja, Simon hatte das angesprochen, dass wir 2020 eine Hashtag-Analyse mal gemacht haben. Und ich finde, dass sie immer noch ganz gut funktioniert für viele Inhalte, die gerade jetzt auch nicht aus dem Bildungsbereich stammen, sondern von ganz normalen, in Anführungsstrichen, Personen auf der Plattform generiert werden. Und zwar ist das Wichtigste, was aus der Verschlagwortung quasi gezogen wird oder was damit versucht wird, Sichtbarkeit für die eigenen Inhalte zu generieren und es zu schaffen, auf diese For You-Page zu kommen mit allen Varianten von Hashtags, bei denen man denkt, dass das gut funktioniert. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, denn wir wissen ja auch, dass Hashtags, die schon so wahnsinnig groß sind, dass es da viel, viel schwieriger ist, überhaupt in so einen Sichtbarkeitsmoment zu kommen, sondern dass es leichter ist, in einen sichtbaren Moment zu kommen, wenn weniger Inhalte zu dem Hashtag kreiert werden. Und das ist was dann eben Bildungsanbieterinnen versuchen zu tätigen. Also diese Kombination zu machen aus dem Inhalt, der wahnsinnig, also der bestenfalls eine große Reichweite auch hat, aber zusätzlich eben nochmal eine Unterkategorie, die auf sie selbst sich bezieht, die sie dann immer wieder auffindbar macht und sie nicht in der Masse untergehen lässt. Und gerade Arzt-Ärztinnen-Content ist ja was auf der Plattform generell sehr, 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 sehr gut funktioniert. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Tausende oder noch mehr Arzt-Ärztinnen-Accounts, die alle sich in diesem Feld Medizin beispielsweise verorten und von denen sehr, sehr viele Bildungsinhalte machen. Und dann muss man eben schauen, wie macht man die eigenen eigentlich auffindbar. Ich habe das hier nochmal in so einer anderen Zusammenstellung auf die Folie gemacht, weil Leila Lewitz, die mit mir gemeinschaftlich diesen Artikel geschrieben hat, und ich das ganz spannend fanden, in welchen Kombinationen eigentlich Hashtags genutzt werden. Und ihr und sie könnt ja mal gucken, wenn ihr jetzt im Moment gerade auch Videos macht oder auf eure letzten Videos nochmal schauen, ob das bei euch der Fall ist, dass es oft eine Kombination gibt aus dem konkreten Thema mit dem Wunsch, der Äußerung des Wunsches nach Sichtbarkeit dafür und dann aber gleich danach quasi kombiniert mit Informationen darüber, wie man möchte, dass das verstanden wird. Und wenn man so über die Plattform geht und auf seiner For You-Page sich anschaut, was da vorkommt, dann kommt tatsächlich immer noch sehr häufig Entsprechendes vor. Also, dass etwas als funny deklariert wird oder dass es nicht so ernst gemeint ist, dass es Hinweise darauf gibt, also dass es hier dieser gelbe Balken, Aesthetics Ways of Production, mit welchen Filtern beispielsweise gearbeitet wird, auf was sich bezogen wird. Und dann wird es schnell relativ wenig. Also das Wichtigste ist wirklich, Sichtbarkeit, was ist mein Thema, wie möchte ich das Thema verstanden wissen? Und das passt in diesen Theatralitätsgedanken ganz gut rein, weil in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das eher lustig verstanden wissen oder das ist nicht so ernst gemeint, bin ich natürlich so ein bisschen in einem Fiktionalisierungsbereich unterwegs und kann mich letztlich auch nochmal davon distanzieren, ohne vielleicht das Gesicht zu verlieren von den verschiedenen Inhalten. Das ist natürlich jetzt im Bildungsbereich ein bisschen schwieriger, weil wir ja immer dann diese Brücke zu schlagen haben zwischen Vermittlung, Ironisierung beispielsweise und aber auch dem Erfüllen der Affordanzen beispielsweise oder der Anforderungen, die die Plattform an Inhalte stellt und man das immer miteinander aushandeln muss. Genau. Also wir sind an dem Punkt, wo klar ist, TikTok und Bildung, das funktioniert gut zusammen und deshalb dürfen wir auch so Tagungen machen, weil da einfach so viel auf dieser Plattform passiert, was beforscht werden muss. Und es eignet sich einfach super gut, um niedrigschwellige Angebote für besonders eben junge Zielgruppen zu gestalten. Man kann sehr zielgruppenorientiert arbeiten, weil man ja auch die Informationen bekommt, wer die Videos guckt. Man bekommt die Kommentare. Man weiß genau, wann abgebrochen wird. Man erhält Fragen, auf die man antworten kann.
Man braucht, um eben dort einen Bildungsaccount zu starten, keinerlei institutionelle Anbindung oder Rückversicherung und eigentlich auch kaum technische Kompetenzen, weil die App einem ja schon alles gestattet. Man kann mit jedem Smartphone einfach aufnehmen und dann ist es im Prinzip 2 Minuten später auch schon online. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich es doch nicht da haben möchte, dann kann ich es vielleicht nochmal wieder wegnehmen. Also es ist sehr, sehr einfach, sowohl in Bezug auf Zugang, aber auch in Bezug auf die Erstellung. Natürlich greift dann der Algorithmus, der darüber entscheidet, was denn letztlich sichtbar wird. Das heißt, im schlimmsten Fall ist natürlich mein aufwendig gestaltetes Angebot dann für niemanden sichtbar und ich muss mir überlegen, an welchen Stellschrauben ich denn da drehen müsste. Genau. Trotzdem ist also so ist, dass es eigentlich sehr, sehr einfach und auch nicht professionell realisiert werden kann, haben wir immer mehr Institutionen und professionelle Angebote auf die Plattform. Also wir, die wir jetzt alle irgendwie in die Tagung involviert sind, haben wahrscheinlich alle das oder uns begegnet das allen, dass andauernd uns immer wieder neue Hochschulen beispielsweise folgen. Also ich habe irgendwie auch so alle paar Tage dann eine Hochschule, die bei meiner FollowerInnenschaft dann auftaucht und die dann quasi neu auch jetzt auf die Plattform gekommen ist. Und meine eigene Hochschule beispielsweise, da haben wir auch regelmäßig jetzt AGs für verschiedene Abteilungen, die überlegen, ob sie dann auch TikTok-Accounts machen möchten. Das heißt, immer mehr wird das jetzt so institutionalisiert. Das haben ja viele Plattformen schon erlebt und das war dann mitunter auch ja, ein Moment des Abwanderns für Personen, die nicht so gerne diesen institutionalisierten Content wollten. Genau, also TikTok meets Bildung, it totally makes sense, würde ich sagen. Und das eine ist natürlich, also sind quasi die Spezifika von sozialen Medien, die es einfach so sinnvoll machen, nämlich die Möglichkeit, dass die Inhalte einfach immer noch da sind. Videos von vor 2 Jahren können jetzt immer noch angeschaut werden. Sie können durchsucht werden. Dafür hilft es ja dann eben auch, dass mit den entsprechenden Hashtags gearbeitet werden. Sie können bis ins Unendliche skalieren. Und alles kann immer wieder reproduziert werden. Das heißt, das geht schon auf diese Zirkelei, die eben schon mal angedeutet wurde in der Begrüßung, dass mit den Inhalten einfach so viel gemacht wird, dass sie dann auch einfach eine entsprechende Reichweite erhalten und damit auch die richtigen, in Anführungsstrichen, Personen erreichen. Und den zweiten Bereich, den ich immer wichtig finde, ist das Konzept der Producage von Axel Bruns, wo es darum geht, dass die Inhalte immer wieder überformt werden durch das, was die Nutzenden mit ihnen machen. Das heißt, wenn ich oder eine andere Person eben ein Video hochlädt, dann schafft es oder entsteht im Prinzip jeden Tag oder jede Minute ein neues Gesamtkonstrukt daraus, was sich aus dem zusammensetzt, was noch an Kommentaren passiert, was an Teilungen passiert, was an Stitches passiert oder Duetten. Das heißt, wir haben immer unvollständige Ausgangsentitäten vielleicht, die dann nochmal überformt werden durch das, was die Zuschauenden oder was die Community damit macht. Genau. Darauf muss man sich natürlich einlassen wollen. Das ist dann schon, wenn man jetzt vom Bildungsinstitutionengedanken oder Bildungsvermittlungsgedanken ausgeht, ist es mitunter auch eine Herausforderung, sich eben an diesen Punkt oder diesen Punkt zuzulassen, dass andere mit den Inhalten, die platziert werden, einfach alles machen können, was sie möchten und dass die Plattform das natürlich auch befürwortet oder befördert. Genau. Und das kann eben bis ins Unendliche gehen. Also das ist hier sind Screenshots von Amelie Reigel, die ein Video gemacht hatte zur Wissenschaft hinter Bella Hadids Kleid bei der Fashion Week im letzten Jahr. Das wurde so gesprüht und hat sich dann in ein Kleid verwandelt und das haben 3 Millionen Menschen angesehen. Und das nächste Beispiel stammt vom Account vom Fußballlinguist. Und ich finde es immer faszinierend. Da hat Simon einen Stitch gemacht mit einem anderen Creator, wo es um die Frage ging, warum es im Deutschen denn ein Mädchen und nicht eine Mädchen heißt. Und man sieht den Unterschied in Views. Also das Originalvideo hatte knapp 130.000 Views. Vielleicht sind es jetzt noch ein paar mehr geworden. Während Simons Video 1,5 Millionen Views dann schnell hatte, was dazu führte, dass er 20.000 neue Abos bekam und damals sich sein Account verdoppelt hat. Jetzt ist sein Account ja auch noch so angewachsen, dass das keine Verdoppelung mehr wäre. Da muss jetzt noch ein noch größeres Video hinkommen. Aber man sieht, dass ein Video dafür ausschlaggebend kann oder ausschlaggebend sein kann, dass ein Account auf einmal ganz groß ist. Und das kann natürlich auch passieren, wenn vorher nur 500 Leute auf einem Account waren, weil der Content Graph, wie ich ihn ja da links auch nochmal benannt habe, so sagt TikTok ja auch selbst, entscheidet nicht entsprechend dessen, wie groß die eigene Reichweite schon ist, wie weit das Video ausgespielt wird, sondern anhand des Videos selbst. Und das war anscheinend ein sehr wichtiges Video. Genau.
Für junge Menschen macht es auch Sinn, dass Bildungsinhalte auf der Plattform platziert sind, weil sie generell es interessant finden, auf Dinge zu stoßen, auf Plattformen, wo sie eigentlich wegen was anderes unterwegs sind. Das ist eine kleine Studie, die wir gemacht haben. Jetzt fehlt ja die Quelle, aber da kommt gleich noch ein Zitat raus, da steht sie dann. Dass sie auf Plattformen, wo sie für was anderes unterwegs sind, dass ihnen dann durch Zufall auch Dinge begegnen. Also das finden sie ganz gut. Und es freut sie auch, dass das gefühlt sehr aktuell ist. Das ist ja bei TikTok immer so die Sache, weil die Dinge manchmal erst viel später ausgespielt werden und dann sind sie vielleicht doch nicht mehr so Aktualität, also gerade aktuell. Gerade Nachrichtenformate haben dann manchmal auch Probleme damit. Und sie finden, dass sie besser zugeschnitten sind für sie als Jugendliche. Also erstmal alles fein, aber sie haben natürlich auch große Sorgen in Bezug auf die Inhalte, die ihnen in den sozialen Medien begegnen. Und zwar, weil sie nicht so wissen, wie objektiv ist das? Wie kann ich tatsächlich den Informationsgehalt einschätzen? Wie glaubwürdig ist das irgendwie? Wie transparent ist das? Was sind das irgendwie für Quellen? Das heißt, dieser ganze Diskurs um Desinformation und um Fake News, der ist natürlich auch zu Recht da, weil uns diese Dinge begegnen. Aber der führt auch zu generellen Vorbehalten und Unsicherheiten, denen nicht so leicht begegnet werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Bildungsinhalten auf der Plattform unterwegs sein möchte, ist es total wichtig, diese Dinge im Blick zu halten, was die Sorgen sind, um die schon antizipieren zu können und denen begegnen zu können. Genau. Es gibt nämlich dann so ein interessantes Spannungsfeld, dass sie einerseits sagen, ja, Influencerinnen, denen sollte man nicht vertrauen. Das ist ja auch, ne, ist ja auch schon fast wie sozial erwünscht, das ist einem ja auch klar. Ne? Man weiß ja, da ist so viel mit Werbung und das ist alles inszeniert und eigentlich doch nicht authentisch. Man sollte also ein Misstrauen haben. Aber in dem Moment, wo man diese Hürde oder wo man über diese Barriere gesprungen ist als Influencerin, dass die Leute einen mögen und einem vertrauen, dann vertrauen sie einem auch immer mehr. Also sie machen das zum Beispiel, wenn sie die Quellen schon mal überprüft haben oder weil sie das Gefühl haben, dass sie jemanden besonders gut kennen oder wenn die Person Inhalte teilt zu Themen, die sie auch betreffen, mit denen sie sich identifizieren können. Also wenn diese drei Dinge so zusammenkommen, dann kann es schnell passieren, dass die Influencerin oder die influenzende Person ein gesteigertes Vertrauen erhält und man auch dann leichter geneigt ist, ihren Empfehlungen beispielsweise zu folgen oder ihre Informationen erstmal für gesichert zu bewerten. Genau. Und das ist ein Zitat von Vera Pirker, was ich eigentlich immer ganz schön finde. Ihr müsst das jetzt nicht komplett lesen, aber es ist hier dieser Teil hinter der 30. Fußnote. Die Rezeption in unmittelbar möglichen Zugang zu medialen Leitfiguren. Also das ist das, was eigentlich dann passiert. Wir haben eine mediale Leitfigur und die begegnet jungen Menschen genau in dem Moment ihrer Identitätsfindungsphase. Das Tolle ist ja bei diesen Formaten auf TikTok insbesondere, dass ganz viel an Interaktion inszeniert wird, aber eben auch stattfindet. Und das ist ja was man sonst in der Regel jetzt erstmal noch gar nicht als Möglichkeit hat zu Personen, die so sichtbar sind, wo man so eine Art asymmetrische Kommunikation erstmal hat, dann tatsächlich mit diesen in Interaktion zu treten. Das heißt, ne, wir haben die Möglichkeit, dass die Person auf einmal doch ganz viel Vertrauen genießt und dann noch in der Phase, wo es auch irgendwie um sich selbst geht und wo man auch ein bisschen gucken möchte, woran kann ich mich orientieren und da können quasi auch Menschen, die Bildungsinhalte platzieren, zu solchen Leitfiguren werden. Genau, bei InfluencerInnen, das sind ja jetzt nur so Basics, die meisten werden das ja wissen, ist es so, dass ihnen eine Kompetenz für einen bestimmten Bereich zugesprochen wird. Und dass sie eine Verlässlichkeit bieten, weil sie einfach regelmäßig und zu festen Zeiten Inhalte posten. Das heißt, ich weiß, dann kommt immer wieder was und kann mich letztlich auch darauf verlassen. Und vielleicht ist euch das schon begegnet, wenn Personen dann auf einmal nicht mehr auf der Plattform sind und beispielsweise ein Jahr lang keine Inhalte mehr machen, finden sich oft auch unter den letzten Videos Fragen dazu, ob bei denen alles in Ordnung ist, weil das gar nicht vorstellbar ist, dass Personen einfach freiwillig jetzt da zurücktreten an der einen oder anderen Stelle, sondern man eher denkt, da müsste irgendwie was passiert sein, weil diese Verlässlichkeit so ähnlich wie bei einer Fernsehserie eigentlich vorherrschend ist. Sie sind ansprechbar für ihre Community, adressieren diese auch in ihren Videos direkt und sie richten ihre Inhalte an den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe aus und das können sie ja quasi live machen. Also sie können ja sofort entscheiden, jetzt mache ich doch ein anderes Thema, weil was anderes für die Leute interessanter ist.
Wir haben uns an der FH Potsdam, das ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich zeige es immer noch mal, gefragt, was ist das Besondere an LieblingsinfluencerInnen? Es ist nur so eine kleine Befragung, die wir gemacht haben. Das waren die Ergebnisse. Humor, relativ wichtig. Inhalt und Thema, auch sehr wichtig. Und die anderen haben wir dann so für uns in Gedanken ein bisschen zusammengefasst. Charakter, Authentizität, Stil und Skills zur Persönlichkeit. Und das würde dazu führen, dass Persönlichkeit wirklich das Wichtigste ist. Also lustig, man selbst sein und dazu noch interessante, bestenfalls Themen verhandeln. Das zeichnet LieblingsinfluencerInnen aus. Und genau, das ist eine Arbeit, die ich mal betreut hatte. Ich finde das ganz interessant, das ist noch älter, aber weil das im Vergleich eigentlich gut dazu passt, dass die wichtigsten Momente auch da waren, da ging es um Follow-Me-Around-Vlogs, identitätsstiftende Motive und die Möglichkeit zur Interaktion. Also schon immer dieses, was macht diese Person, was mache ich und wie kann ich mit dieser Person interagieren. Genau. Und LieblingsinfluencerInnen existieren auch im Bildungsbereich und das geht auch super schnell. Also das sind jetzt hier Kommentare von, als ich mein Video gepostet hatte, dass ich jetzt 10.000 FollowerInnen hatte, wo Menschen dann eben sagten, dass sie sich freuten, aber Menschen haben schon gesagt, du bist meine Lieblings-TikTokerin, als ich nur 500 FollowerInnen hatte und auch gefühlt nur so 2 Monate da war und dachte, wie kann das sein? Also wie können Menschen jetzt schon denken, ich bin ihre Lieblings-TikTokerin, die kennen mich doch gar nicht. Oder ich hatte dann irgendwie mal gefragt, ob ich auf meinem Kanal immer mal so was erzählen soll von Tagungen, bei denen ich bin. Dann schrieben sie, ja, ich habe mich schon so lange gefragt, was du eigentlich aktuell im Moment machst in der Forschung. Ich auch dachte, aber ihr kennt mich erst seit 2 Monaten. Könnt ihr euch noch nicht so lange das gefragt haben. Genau. Das ist schon ein interessantes Phänomen, gerade wenn man jetzt aus einem, also zum Beispiel wie jetzt ihr und sie, die viele Inhalte teilen, kommen wir ja aus einem Bereich, der eigentlich Wissenschaft ist, wo wir was vermitteln und wo wir sagen, okay, TikTok machen wir als Element vielleicht von Wissenschaftskommunikation und man schwappt dann aber in dieses, in die Fremdwahrnehmung als Creatorin hinein und ist dann auf einmal Creatorin und ist eben nicht Wissenschaftlerin, die auch TikTok-Videos macht. Genau. Und das nimmt so lustige Formen an. Zum Beispiel ist Simon nominiert worden für einen Blogger Award, den goldenen Blogger. Und das ist, glaube ich, jetzt ne, übermorgen oder so oder bald. Also können wir jetzt noch abstimmen. Und Amelie ist zum Beispiel, also die Wissenschaftlerin, hat den Young Scientist Award bei Fast Forward Science gewonnen. Also ein Award für Wissenschaftskommunikation. Auch dort gibt es jetzt also seit dem letzten Jahr TikTok als spezifisches Format, in dem Wissenschaftskommunikationsbeiträge überhaupt eingereicht werden können. Und da hatte das Fast Forward Science auch aktiv beworben und hat Menschen angefragt, ob sie denn nicht von ihren TikTok-Inhalten etwas einreichen möchten. Das heißt, hat jetzt etabliert als Wissenschaftskommunikationsmedium. Genau. Ja, und dass es Lieblingsinfluencerinnen gibt, ist ja irgendwie auch klar. Ne? Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel Amelie erreicht 430.000 Menschen auf TikTok mit Wissenschaftsinhalten. Damit sie aber dahin kommen können, müssen sie ja das Game mitspielen, was die Plattform anbietet und können nicht sagen, ja, ich mache das so, wie ich das jetzt immer will. Also können sie schon, aber dann ist es schwierig, überhaupt an den Punkt zu kommen, dass sie eine kritische Masse da erreichen können. Da können sie das natürlich auch noch ausspielen über verschiedene andere Kanäle, die sie haben, dann funktioniert das, glaube ich, trotzdem noch sehr gut, aber eben nicht intern in der App. Genau. Und wir wissen ja, die Reichweite entsteht zuvorderst über die For You-Page und um zu wachsen, müssen die Accounts TikTok daher intensiv verfolgen. Und ich habe das mal einmal so zusammengefasst, wie das bei mir war. Also da habe ich links quasi mit null Videos, null Fans, null Follower, null Herzen angefangen bei einem Workshop, wo es um TikTok ging und habe mich halt auf die Plattform oder für die Plattform registriert, weil ich dachte, das passt ja zu meinem Forschungsbereich. Und man sieht hier das erste Video, was ich gemacht habe, zusammen mit Lars Gresser, Pressesprecher vom Grimme-Institut und Christian Noll, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Köln. Und man muss jetzt den Kopf eben so machen, das zeigt einfach, wie wenig wir wussten. Also, ne, wir haben im Querformat einzelne Elemente aufgenommen.
Und dann waren wir aber so, boah, ihr seht das ja auf der rechten Seite. 500 Menschen hatten das gesehen und niemand kannte uns. Dann haben Lars Gresser und ich direkt noch eins gemacht. Und wir haben ja schon jetzt schon halb Profis. Da sieht man der so ganz klein mit diesen, mit den kleinen Schuhen. Sind wir auf These Boots Are Made for Walking durch diese Tagungslocation gegangen und hatten wieder 400 Menschen erreicht. Und genau, dann dachte ich, okay, dann gucke ich mir das mal noch ein bisschen weiter an. Die beiden Jungs sind dann meines Wissens relativ schnell wieder ausgestiegen. Wir haben nochmal, es gab uns mal so als die TikTok-Gang, wenn wir dann zusammen auf Konferenzen waren, haben wir nochmal was zusammen gemacht, aber die haben jetzt keine eigenen Accounts in dem Sinne weiterverfolgt. Genau. Ich habe aber dann gedacht, okay, jetzt guck mal, wie es dann alles geht und habe dann so die typischen Trends eine Weile gemacht und würde das nennen Phase 1 Beobachtung und Assimilation, denn ich habe da jetzt nichts draufgegeben an spezifischen Dingen, die mich betreffen, sondern habe halt wirklich geguckt, was passiert auf der For You-Page und habe dann so entsprechende Transformations gemacht und irgendwelche Tanzsachen. Also Tanzsachen waren für mich auch immer herausfordernd. Oder rechts, da bin ich in diesen Kaffeebecher gestiegen. Das war 2020 mal total in, dass man als auf so einen Genie-Sound in diesen Becher stieg und dann konnte ich danach meine Beine nicht mehr bewegen, weil ich das so oft machen musste, bis ich da reingekommen war. Und Phase 2 war dann, als ich so ein bisschen verstanden habe, wie es funktioniert, Aneignung und Übertragung habe ich es genannt und da habe ich dann weiterhin geguckt, was sind die Sachen, die auf der Plattform passieren und wie lassen die sich aber auf meinen Bereich umgestalten oder wie kann ich die für meinen Bereich irgendwie noch produktiv machen. Und das war jetzt so eine, da gab es so eine Cinderella-Transformation. Das habe ich zum Beispiel dann im Phoenix-Studio gemacht, als ich ein Fernsehgespräch hatte. Oder ich habe ein Video gemacht, um meine Projektmitarbeitenden vorzustellen oder um den wissenschaftlichen Alltag darzustellen. Das ist auf der rechten Seite. Da gab es gerade diesen Work-Check, glaube ich. Ihr kennt es vielleicht noch. Es ist 2020, ne? Das ist schon eine Weile her. Genau, habe ich mit einer italienischen Kollegin dann gemacht, wie der Arbeitsablauf so ist als Professorin. Dann steht natürlich an Marktrecherche und als ich Marktrecherche betrieben habe, war Amelie die am stärksten einfach für den Bereich Wissenschaft und erschien für mich auch so ein bisschen als Einzelkämpferin und war da aber ja selbst noch im Master oder erst im werdenden Beginn des Promovierens und ich hatte dann das Gefühl, okay, es gibt jetzt aber noch nichts zum wissenschaftlichen Arbeiten, das wäre aber ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das entwickelt und man sieht da links, habe ich das versucht, so für mich zu üben. Und dann sollte das erst noch heißen, eine Minute wissenschaftliches Arbeiten. Dann habe ich gemerkt, okay, das geht ja nicht so gut, weil das ist ja schon so lang, dann kann ich ja sonst schon nichts mehr in die Caption schreiben. Und dann habe ich es dann als eine Minute Wissenschaft, als ein Experiment 2020 im August gestartet. Und habe dann gesagt, gut, jetzt machst du jeden Tag ein Video und da guckst du mal, was passiert. Und Phase 6, Professionalisierung, für mich war das ein total krasser Schritt, dass ich dann nicht mehr Jutta hieß, wie ich überall heiße, sondern habe dann gesagt, okay, jetzt geh mal all in, dann nennst du dich die Professorin. Und dann seht ihr ja schon, habe ich schon 151 Menschen gehabt. Und dann Etablierung und Verstetigung, dann wurde es tatsächlich sehr schnell sehr groß und bei mir auch so ähnlich wie bei Simon mit einem Video, was dann 500.000 Mal angesehen wurde, dann wuchs der Account schnell auf mehrere Tausend an und dann waren es dann auf einmal auch 10.000 und dann hatte ich so verschiedene Dinge, von denen ich dachte, die sind wichtig, wenn man sowas machen möchte, also kontinuierlich zu posten, sich an den Trends und Hashtag-Challenges zu beteiligen, eigene Hashtags für sich zu identifizieren, um eben Sichtbarkeit zu generieren. Dann schien mir gut zu funktionieren, mit Dialogen, Personas und Fiktionalisierung zu arbeiten, Humor und ironische Überzeichnung, interagieren mit anderen CreatorInnen, die Community einzubinden und partizipative Formate zu gestalten, auch um einfach die Inhalte noch weiterzutragen und nicht alleine verantwortlich zu sein für alles, was gemacht werden muss. Gleich ist, also wenn wir jetzt zurückgehen auf Bildungsinfluencerinnen, dass um das zu machen, man wirklich auch immer dabei sein muss. Ne? Und dann es kann dann nicht nur Hobby sein, sondern es muss irgendwie sich auch niederschlagen in dem, was man generell tut, denn es ist einfach Zeit, die man investiert für die Videos und natürlich auch für das Community-Management, das eigentlich noch am meisten. Und insofern ist es immer eine wichtige Frage, wie finanziert sich denn das Ganze? Ne? Und TikTok hatte ja dann die schöne Idee, sichere dir die finanzielle Unterstützung, die du brauchst, um leidenschaftlich Inhalte zu erstellen.
Und da konnte man dann in den Kreativitätsfonds ja eintreten ab 10.000 FollowerInnen. Das hat aber jetzt bei mir, glaube ich, ich habe das auch jetzt ewig nicht mehr angeguckt, aber das waren dann irgendwie 20 Euro vielleicht so über die Jahre, die da drin waren. Also das war nicht so, dass man dann das Gefühl hätte, das würde reichen, um diese Dinge zu finanzieren. Auch natürlich, wenn Videos manchmal vielleicht sehr, sehr gut performen, ist der Anteil an Geld, den man dann für so ein Video bekommen würde, immer noch sehr, sehr wenig. Das heißt, das reicht nicht, um so einen Account zu pflegen. Insofern müssen andere Monetarisierungsstrategien entwickelt werden. Und das finde ich jetzt das Spannende, ne? Weil wir haben ja wir haben quasi die Bildelux-Inhalte sind vielleicht der Ausgang. Dann kommt die Verkoppelung oder die Verbindung zur Community und das Überschwappen dieser Hürde hin zur Lieblingsbildungsinfluencerinnen-Person. Das heißt, in dem Moment der Identitätsphase bin ich eine Person, die eine mediale Leitfigur ist für eine andere Person. Und ich kann auch noch was vermitteln. Also ich ist jetzt immer ein generalisierendes Ich. Und muss jetzt aber gucken, wie ich das finanziere. Das heißt, auf Basis dieser Vertrauensbeziehung, die wir entwickelt haben, kann ich gucken, wie kann ich die denn in bares Geld umwandeln, ohne dabei den Bildungsgedanken zu verlieren. Und alle, die hier jetzt auf den Folien sind, haben dazu verschiedenste vielfältige Monetarisierungsstrategien entwickelt. Das ist jetzt mal das Beispiel Mathe mit Nick. Mathe-Nick hat auch in der Corona-Pandemie ganz intensiv den TikTok-Account skaliert und hatte da auch immer kostenlose, das war glaube ich sogar noch über Instagram, Lives gemacht, wo Personen dann tatsächlich bei ihren Abiturvorbereitungen begleitet werden konnten und hat das dann aber monetarisiert dadurch, dass er eine eigene Agentur gegründet hat, Akademus, das steht ja da auch bei Nick Klupack, wo man dann Kurse auch buchen kann. Und man sieht hier in dem Linktree, der in der Mitte abgebildet ist, dass es immer Elemente gibt, die kostenlos sind und es dann aber weiterführende Angebote gibt, die was kosten. Und natürlich, ne, wenn ich schon gesehen habe, dass über diesen ganzen Abiturprozess während der Corona-Pandemie eine Person da ist, die mich unterstützt beim Lernen und mich dabei begleitet, mich zu verbessern, kann es dazu führen, dass in dem Moment, wo ich gefordert bin, mich vielleicht auf irgendwas intensiver einzulassen, ich das dann eher dort mache, als mit jemand anders. Dann ein weiteres Beispiel, ach genau, da kommt nämlich jetzt Steuerfabi, weil man hier auch schon gesehen hat, es gibt hier Steuerbot, deine Steuererklärung einfach, schnell und verständlich, 10 Euro Rabatt für die Steuererklärung. Und das macht ja erstmal keinen Sinn, ne? Aus einer Mathe-Perspektive, dass man jetzt vergünstigte Steuererklärungen machen kann. Aber das liegt daran, dass es eben dieses Netzwerk zwischen BildungscreatorInnen gibt und das ist Steuerfabi. Und der hat den identischen Affiliate-Link in seinem Linktree. Und hat aber jetzt hier zum Beispiel noch viel mehr Aktivitäten getätigt. Also es gibt ein eigenes Buch, was herausgegeben wurde. Es gibt verschiedene Webpages, auf die man gehen kann, wo man Rabatte bekommt, um was zu machen. Und es gibt auch Termine, die man machen kann. Genau. So, Best von Bene. Der ist vielleicht ein bisschen rausgestochen eben auf der Folie. Und geht aber in eine ähnliche Richtung. Das heißt, wir haben die Bildungsinhalte, wo es immer darum geht, Leute dabei zu unterstützen, auf eine gesunde Art und Weise fit zu werden oder sich zu trainieren, und monetarisiert das eben auch durch die Erstellung eines eigenen Online-Coaching-Angebotes. Und man sieht ja da, dass das auf jeden Fall auch dann kostenpflichtig ist und kostet so viel wie ein Kaffee am Tag. Dann kann man sich von ihm betreuen lassen. Und ne, es ist eigentlich so eine in sich geschlossener, gut funktionierender Zirkel. Man sieht das relativ gut an dem Beispiel von Linda Leiweber, Psychologin, die auch ja mit über 200.000 Personen, relativ viele Personen mit ihren Inhalten erreicht. Und sie hat auch ein Netzwerk von Psychologinnen gegründet, POIS bei Linda Leiweber. Und man kann auf der Webseite sich dann auswählen, mit wem man sich vorstellen könnte, therapeutisch zusammenzuarbeiten. Und bei den meisten der Personen steht, dass sie schon ausgebucht sind. Also das ist ein Win-Win oder es ist eine Win-Win-Situation anscheinend. Jedenfalls funktioniert die Monetarisierung ganz gut. Zusätzlich gibt es immer dann noch hier bei ihr zum Beispiel die Möglichkeit, sie für Workshops einzuladen, für Vorträge einzuladen, oder sie macht noch Kooperationspodcasts.
Ja, jetzt kommt noch mal so ein Backslash vielleicht. Und zwar, was hat das jetzt für Einfluss auf die Glaubwürdigkeit von den verschiedenen Influencerinnen? Und das größte Spannungsfeld sind eigentlich Kooperationen. Also weil die Ausgründungen oder die Gründungen, die die Personen aus ihrem eigenen Content oder aus ihren eigenen Themen heraus machen, sind natürlich leichter zu erklären. Und da stehen sie dann quasi als, ja, als Einzelperson auch dafür, als die Kooperationen, wo sie dafür bezahlt werden, dass sie etwas Spezifisches tun. Und ein Video, was zum Beispiel dann relativ viel diskutiert wurde, war ein Video von der Wissenschaftlerin. Das war eine Kooperation mit Adidas und Zalando, wo es um einen Schuh ging mit einer recycelten Sohle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da kam dann schnell die Frage rauf, darf denn Wissenschaft das? Darf denn Wissenschaft überhaupt kooperieren? Und auf der rechten Seite ist von mir so ein kleines Foto von einer Kooperation mit Campus-Tüte, wo man dann so eine Campus-Tüte umsonst bekam. Aber natürlich hätte ich auch, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, ich fand es jetzt einfach interessant zu gucken, wie das dann funktioniert, hätte ich das nicht bekommen. Und rechts, das andere rechts, das finde ich auch sehr interessant. Das ist ein Video, was ich gemacht habe. Und zwar gibt es ab und zu die Option, dass man sich an Marken-Challenges beteiligt auf der Plattform. Und ich wollte testen, okay, wie geht das denn eigentlich? Und habe dann mich an einer Marken-Challenge von Ubisoft beteiligt zum Spiel Just Dance 2023. Und da gab es so einen bestimmten Filter, den man dann nutzen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war es aber so, das sieht man unten ja, dass da jetzt Anzeige auch steht. Das heißt, in dem Moment, wo man sein Video für diese Marken-Challenge einreicht, muss man es automatisch als eine Anzeige in der Plattform bezeichnen, obwohl es in dem Moment ja noch nicht angenommen ist. Und so steht dann, also hier sieht man es nicht, aber wenn man es dann anhat, stand dann da immer auch eine bezahlte Kooperation mit Ubisoft. Aber die ist ja dann noch nicht bezahlt. Und die Marken-Challenge lief dann irgendwie auch eine ganze Weile und erst am Ende wurde dann entschieden, welches Video vielleicht von tatsächlich in die Marken-Challenge aufgenommen wird. Und dieses Video wurde auch gar nicht aufgenommen. Und trotzdem ist es natürlich jetzt immer noch sichtbar, als hätte ich eine bezahlte Kooperation mit Ubisoft gemacht. Also was ich ganz interessant finde, weil ich natürlich, das kann ich ja jetzt nicht absehen, wie stark das andere Menschen auch betrifft, dass das dann da steht und das ist dann vielleicht gar nicht der Fall. Genau. Und mittlerweile kann man das mit dem Video auch nichts mehr anfangen, weil Ubisoft dann so lange die Rechte jetzt auch nicht an dem Sound hatte. Das heißt, der Sound ist irgendwie auch weg und den Filter kann man auch nicht mehr benutzen. Der ist jetzt auch nicht mehr auf der Plattform vorhanden. Also jetzt ist es eigentlich ein leeres Video, was eine bezahlte Kooperation hätte gewesen sein können. Genau, das war mir noch begegnet. Und ach ja, das ist ja jetzt noch ganz neu, das ist noch gar nicht auf Folien drauf, aber das ist was dann vielleicht für uns auch, oder das können wir nachher nochmal in der Diskussion überlegen, interessant sein wird. Denn TikTok möchte natürlich jetzt doch stärker, dass diese ganzen Kooperationen bzw. die Monetarisierung stärker auf der eigenen Plattform stattfindet als in Verbindung mit externen. Und hat jetzt das Prinzip der Serie hinter der Paywall gelauncht. Das heißt, dass wir auch Inhalte für bezahlten Zugang dann nur freigeben können. Das wäre jetzt nochmal interessant, wer von euch das auch schon mitbekommen hat und ob ihr euch vorstellen könntet, da was zu machen. Genau. Ja, also insofern, wir haben dieses Spannungsfeld, das ist sehr herausfordernd. Deshalb ist diese Glaubwürdigkeit oder die Gestaltung von Glaubwürdigkeit einfach wahnsinnig wichtig. Und nur weil jemand Professor oder Professorin heißt, heißt es ja nicht, dass tatsächlich auch die Person diesen Background hat. Das ist hier ein Beispiel vom Professor Finanzen, der ja super viele Follower einfach hat, FollowerInnen, aber selbst nicht Professor ist. Deshalb wird jetzt hier zum Beispiel Professor in Anführungsstriche gesetzt, dass der Professor den Finanzen von morgen erklärt. Bei mir selber ist mir es auch passiert, dass meine Credibility in Frage gestellt wurde und das fand ich ganz interessant, wie das dazu gekommen ist. Und zwar ging es da um ein Video zu Ich bin Hanna, was ich gemacht hatte. Und da ich in meiner Bio stehen habe, dass ich an dem Programm Lern mit TikTok beteiligt bin, wurde dann eben die Frage gestellt, ob das vielleicht eine bezahlte oder eine Auftragsarbeit war und nicht eine von mir kreierte. Genau, ich habe ein paar Bios von euch mitgebracht.
dass wir nochmal gucken können, wie wir die Credibility da schaffen. Und man sieht an vielen Stellen, oder was heißt an vielen Stellen, es sind ja nur so, ihr kennt ja eure eigenen Bios besser, haben wir Bezüge auf die Hochschul-Websites, wir haben Bezüge auf die Ausbildung, zum Beispiel Kunst- und Bildhistorikerin, Wissenschaftlerin und Dozentin, Doktorandin, nochmal Wissenschaftlerin, genau. Und teilweise geht es dann auch in die Richtung, dass man der Community schon mitgibt, was sie eben machen kann. Das ist zum Beispiel bei Dr. Nick Rivers, der vielleicht im Panel sitzt, so. Wo steht, stell mir Musikfragen beispielsweise. Und Simon hat ja jetzt inzwischen der Gender-Irre mit dem Doppelnamen, was mich sehr freut. Das ist jetzt schon sehr reduziert und du bist auch der größte von unseren Accounts. Also das würde jetzt diese These des Loslösens von Hashtags, aber auch des Loslösens von der Notwendigkeit, sich nochmal spezifisch abzusichern in Bezug auf die eigene Vertrauenswürdigkeit stärken, dass da das schon gar nicht mehr nötig ist. Genau, und es gibt ja trotzdem noch den Link, wenn man also es dann doch nicht glauben würde, könnte man auf deine Hochschulwebseite gehen und dich dann finden. Also das fände ich auch interessant, wenn wir nachher, wir haben ja viel Zeit zur Diskussion, nochmal überlegen, warum wir was in unsere Bios schreiben. Aber auffällig ist, dass natürlich hier fast nirgendwo entsprechende Hinweise kommen, dass man sich wegen Kooperationen melden kann. Oder dass es nochmal Affiliate-Links oder sowas gibt, weil natürlich Wissenschaft eine ganz andere Anforderung hat an Glaubwürdigkeit, als es beispielsweise Inhalte zu steuern oder Inhalte zu Mathe haben. Das ist dann schon nochmal was anderes. Genau. Verkopplung mit Wissenschaft und Forschung, und ich nähere mich jetzt auch bald der Zielgeraden, das ist, was Lisa ja auch gesagt hat in der Einführung, dass es immer irgendwie so eine Kombination auch noch gibt zwischen den Inhalten, die platziert werden und die aber wieder zurückzuspulen irgendwie oder zurückzuspülen in die Forschung. Also zum Beispiel haben Simon und ich beide dann mal ganz stolz Videos dazu gemacht, dass wir in Abschlussarbeiten beforscht werden. Oder ihr habt jetzt relativ viele Videos gesehen auf der Plattform, wo angekündigt wird, dass es jetzt eben eine Tagung gibt. Oder ich schreibe auch immer schon mal Stellen über die Plattform aus oder gebe Infos, was in den Forschungsprojekten gerade so anliegt. Also dass es immer auch wieder so ein Rückbezug gibt, der einen dann vielleicht auch wieder für das Wissenschaftssystem oder der die Aktivitäten auch nochmal wieder anders honoriert, vielleicht für das Wissenschaftssystem. Zum Beispiel auch dahingehend, dass einfach super viele Medienanfragen kommen. Ne? Das ist jetzt hier alles nur so jetzt die letzten Wochen gewesen, dass es, wenn es darum geht, die Plattform einzuordnen, dass wichtig ist, dass man selbst irgendwie auch eine Expertise hat in der Nutzung der Plattform. Genau. Und das ist eine kleine Pro-Bono-Kooperation, die ich gemacht habe mit Algorithm Watch. Und das finde ich total lustig, weil das Forschungsprojekt, in dem Algorithm Watch beteiligt ist, ist eins, an dem auch meine Hochschule beteiligt ist, an dem ich aber als Mitarbeiterin der Hochschule nicht beteiligt bin. Stattdessen hat mich aber Algorithm Watch als Influencerin angefragt, ob ich nicht quasi bekannt machen kann, dass sie das Projekt haben und dass Menschen sich bei ihnen melden sollen mit ihren TikTok-Daten. Also wenn ihr nachher noch Lust habt, ihnen die TikTok-Daten zu spenden, sehr gerne. Es läuft noch bis morgen. Die möchten nämlich erforschen, wodurch eigentlich sich das ausgestaltet, was wir jeweils auf unserer persönlichen For You-Page sehen. Genau, also da ist quasi eine Schleife, die an meiner Institution komplett vorbeigegangen, wieder zu mir gewandert ist. Und der letzte Punkt ist eigentlich dieses, dass es zusätzlich auch für Forschung als eine interessante Zusatzqualifikation in dem Sinne gesehen wird, dass jetzt bei mir, glaube ich, oder was heißt glaube ich, würde sagen, zu 99,9% hätte ich das neue Projekt nicht bekommen, wenn ich nicht Wissenschaftskommunikation auf TikTok machen würde. Also ich glaube, es ist meine Hauptkompetenz, die ich mit reingebracht habe, dass ich weiß, wie es funktioniert oder dass ich mich mit der Plattform auch auskenne. Und genau, das hat mir jetzt das glückliche oder die schöne Sache eingebracht, dass ich ein dreijähriges Forschungsprojekt, was noch relativ frisch gestartet ist, einwerben konnte, wo es genau darum geht, sich zu überlegen, wie denn dezidiert Frauen
davon profitieren können, dass sie in digitalen Kanälen klassische Wissenschafts- oder dass sie in digitalen Kanälen Wissenschaftskommunikation betreiben können und das vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann, auch in klassischen Medien sichtbarer zu werden. Denn tatsächlich, das wurde ja vorhin schon gesagt, sind sie da noch unterrepräsentiert. Und natürlich haben wir auch einen TikTok-Account, der ist aber noch relativ klein. Also der kann noch wachsen, aber man sieht so ein bisschen, was wir da vorhaben. Und wir haben verschiedene Formate entwickelt, die sich auf drei Bereiche konzentrieren. Visibility, Empowerment und Awareness. Und Empowerment ist der, glaube ich, der auf TikTok noch am wenigsten im Moment stattfindet, weil wir auch noch nicht live gehen können. Da sind wir noch einfach zu klein. Aber was wir schon machen, ist Awareness. Und da haben wir so eine Challenge beispielsweise initiiert gehabt, wo sich auch einige der heute hier vertretenen Menschen beteiligt haben, um darauf hinzuweisen, wie das Geschlechterverhältnis in HerausgeberInnenbänden ist. Und wir haben kleine Videos gemacht oder Menschen gebeten, uns kleine Videos oder Videohäppchen zu schicken, warum sie denn Wissenschaftlerinnen sind und dass sie Wissenschaftlerinnen sind. Und die spielen wir da auch aktiv aus. Und in unseren Workshops ist uns unter anderem dieses Statement begegnet. Also ein kurzes Video, wo ich meine eigene Forschung vorstelle, könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Und das ist jetzt gar nicht von einer TikToks herstellenden Person, sondern von einer Person, die bisher noch gar nichts mit Bewegtbild, Wissenschaftskommunikation zu tun hatte, geäußert worden und zeigt eigentlich oder führt eigentlich zurück auf TikTok, nämlich, dass es sich einfach wahnsinnig gut eignet für entsprechende Bildungsinhalte. Genau, es führt uns zurück zu uns, zur Tagung, zur Diskussion und damit schließe ich die Folien oder die Freigabe und freue mich, wenn wir gemeinsam etwas diskutieren wollen.